Guten Tag, ich bin Professor Frohn von der Avila Augenpraxisklinik in Siegen. Patienten fragen mich, wann kann man nach einer Augenlaserkorrektur wieder genug sehen, um arbeiten gehen zu können oder Auto fahren zu können. Das hängt natürlich vom Heilungsverlauf ab. Gehen wir einmal von einem optimalen Heilungsverlauf aus. Dann haben wir die Verfahren, bei denen Operationen in tieferen Hornhautschichten durchgeführt werden. Das wäre also die LASIK und die Femtolasik, Relax und Smile. Bei diesen Verfahren ist die Oberfläche sofort wieder geschlossen. Das bedeutet, dass wir schon am nächsten Tag über ein sehr gutes Sehen verfügen. Das bedeutet aber auch, dass wir schon am nächsten Tag davon ausgehen können, die meisten Tätigkeiten wieder durchführen zu können. Allerdings muss für das Autofahren zunächst einmal die Sehschärfe geprüft werden. Das ist eine ganz klare Voraussetzung, weil Sie als Autofahrer verpflichtet sind, selbst die Verantwortung dafür zu tragen, ob Sie auch genug gesehen haben, ob Sie genug Sehschärfe haben, um ein Auto fahren zu dürfen. Das heißt, Sie müssen darauf achten, bevor Sie wieder Auto fahren, dass Sie zunächst Ihren Augenarzt aufsuchen und dort die Untersuchung abwarten, wie viel Sehschärfe Sie denn aktuell direkt nach der Operation haben. Wenn Sie dann die Voraussetzungen erfüllen, dürfen Sie wahrscheinlich schon am nächsten Tag wieder Auto fahren. Allerdings müssen Sie auch darauf achten, dass in Ihrem Führerschein wahrscheinlich eine Brille eingetragen ist oder eine Korrektur durch Kontaktlinsen. Und das muss auch in Ordnung gebracht werden. Das bedeutet, Sie müssen sich darum kümmern, einen neuen Führerschein ohne den Eintrag mit Brillenkorrektur oder Kontaktlinsenkorrektur zu bekommen. Inwieweit können Sie jetzt arbeiten? Das hängt natürlich von der Arbeit ab, die Sie ausüben, und dem Heilungsverlauf. Man kann davon ausgehen, dass die Wunde bereits am ersten Tag gut verschlossen ist. Allerdings sollten Sie noch eine Woche vorsichtig sein im Umfeld, wo Bakterien vorkommen. Insbesondere zum Beispiel die Landwirtschaft, die Sauna, die Schwimmbäder. Hier sollten Sie zunächst mal eine Woche abwarten, bis die Heilung gut fortgeschritten ist. Technische Stäube sind meistens steril, deshalb nicht so problematisch. Büroarbeit selbstverständlich auch nicht. Sie können bereits am nächsten Tag diese Tätigkeiten wieder aufnehmen, aber Sie sollten daran denken, dass Sie auch noch zum Augenarzt kommen müssen zur Kontrolle und dass Sie dafür Zeit brauchen und sich vielleicht auch den nächsten Tag noch frei nehmen, um sich zu erholen. Im Übrigen könnten Sie dann mit einer sehr schnellen Wiedereingliederung in den Arbeitsalltag rechnen. Vielen Dank.